Hier haben wir noch ein Zelt. Also der sitzt nur hier rum. Der berechnet das. Wahrscheinlich was völlig Falsches. Und der pennt und frisst Honig. Sehr, sehr... Ich wollte gerade sagen, ich kann die scheine Stelle gar nicht mehr drücken. Der Auslöser wird uns wahrscheinlich nichts bringen, da kein Benzin drin ist. Oder da tut sich nichts. Offenbar kaputt. Aber da müssen wir erstmal noch den Honig eigentlich theoretisch erst auspumpen. Naja, hier haben wir noch die Windkarte. Ich muss den geheimen Ort suchen, auf den die Karte hinweist. Vielleicht finde ich dort meinen Vater. Kann gut sein. Nimm die mal mit. Nicht anfassen. Das ist das Resultat von jahrelanger Arbeit. Das ist ja echt bitter. Ja, das stimmt allerdings. Ein Zelt? Diese Weicheier. Als ich das letzte Mal campen war, habe ich in einem Erdloch geschlafen. Und es hat geregnet. Nein, da drin riecht es komisch. Da gehe ich nicht rein. Oh, da könnte irgendwas sein, was wir brauchen können. So, wir sind zumindest... Ach, hier haben wir noch einen Auspuff. Können wir den abmontieren? Ich könnte einen Knoten reinmachen, aber ich bin ja eigentlich gerade dabei, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Haben wir irgendwas? Einen Münzbonbon vielleicht zum Reintun? Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Ja, alles easy. Die Frage ist nur, was man mit der Brille... Na gut, gehen wir mal wieder hoch. Schreiende Stelle. Hier war eine Idee. Nein, ich will noch nicht hoch. Nein. Das ist anscheinend ganz klein, aber wir haben eine riesengroße Brille. Vielleicht können wir damit was erkennen, was in dieser schreienden Stelle ist. So, übrigens, vorgestern, also beziehungsweise vorgestern, jetzt ist ja schon der 1. September, wenn ich jetzt hier aufnehme, aber vorgestern kam Memoria raus, der zweite Teil von The Daleks Schwarze Auge-Reihe. Weil von den Schwarzen Augen-Reihe gibt es ja viele, aber von The Dalek, eben der Nachfolger von Satinas Ketten, wollte ich auch eigentlich spielen. Allerdings spielen wir jetzt natürlich das hier, aber ich bin schon überlegen, ob ich die vielleicht überkreuze, dass ich zum Beispiel jetzt dann in den nächsten Tagen auch Memoria dazu anfange. Bin ich ja überlegen, oder ich mache es danach, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, ja, nur mal so zu sagen. Jetzt gucke ich mal erstmal die schreiende Stelle hier an. Das erklärt natürlich einiges. Eine Schreiameise, können wir die mitnehmen? Womit soll ich die denn transportieren? In der kleinen Dose vielleicht. Du kommst mit. Leise schreiende... Die brauche ich nicht mehr. Die brauchst du nicht mehr, alles klar. Jetzt haben wir eine schreiende Ameise. Und da oben bei einem Nest bringt das vielleicht was. Hopp, hopp, hopp. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Die haben ja ihren Kollegen verloren, aber der hängt hier nirgendwo. So ein Morgenstern. Das ist noch eine Bärenfalle. Da eine Fußfessel. Okay. Gehen wir damit. Komm, lauf nach Hause. Wie ich es mir gedacht habe. Ich muss zugeben, das war beeindruckend. Hat er die getroffen? Ich hoffe nicht. Aber jetzt können wir doch theoretisch hier hochlaufen. Juhu! Aber jetzt gucke ich kurz auf die Uhr, weil ich bin gerade furchtbar müde, aber... Ich kann dann jetzt noch was aufnehmen. Muss ja schließlich für die ganze Woche reichen. Ja, ein bisschen muss ich noch, aber nicht mehr lang. Okay, hier haben wir einen Brustbeutel. Den können wir mitnehmen jetzt diesmal. Was haben wir denn hier? Wolltest du etwas mit ins Jenseits nehmen? Tja, jetzt nicht mehr. Ich finde, das sieht irgendwie aus wie so ein Fischskelett von SpongeBob Schwammkopf. Wer es kennt, noch kennt. Jetzt ist ja eine Folge, wo sie auf dem Friedhof sind. Da gibt es auch solche Skelette.
Ein Zeigestock. Okay, was war mit dem Zeigestock? Da haben wir noch Moos. Können wir das mitnehmen? Das wird er natürlich nicht. Das laufen. Okay, wir haben jetzt ein Stück Moos mitgenommen. Die Mütze. Wieder zurück. In der Luft. Ich kann das bestimmt auch mitnehmen. Hoppla. Nehmen wir mal den ganzen Kopf mit. Warum auch nicht? Eine Wäscheleine. Können wir darüber gleiten? Bitte was? Nein. Nicht mit bloßen Händen. Nicht mit bloßen Händen. Ein Zeigestock vielleicht. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Hätte doch sein können, hätte sich auch dann festgehalten. Oder mit dem Haken. Nein, das bringt nichts. Nein, natürlich nicht. Komme ich denn da drauf mit dem Schädel vielleicht? Nicht rumblödeln, ich muss die Welt retten. Ah, du musst die Welt retten. Den Brustbeutel können wir sonst nichts mehr nehmen, oder? Sonst ist da nichts mehr in der Brusttasche. Kannst du die Brusttasche mitnehmen? Dann hast du ein größeres Inventar oder so. Ernsthaft? Gutes Beispiel. Ja. Nicht rumblödeln. Nein, das bringt nichts. Der Robert. Will der Robert irgendwas? Willst du einen Schädel haben? Langsam ist es verz... Ein Stück Moos. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ein Zeigestock. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Gehen wir mal wieder runter. Können wir den Zeigestock den vielleicht kratzen? Hey, nicht kratzen! Wieso willst du jetzt nicht mehr gekratzt werden? Du willst doch die ganze Zeit gekratzt werden. Das wird ihm nicht. Na. Ein Schädel auf dem Kopf. Gutes Beispiel von. Hey, nicht kratzen. Wieso will jetzt nicht gekratzt werden? Hey! Also er will nicht kratzen, stimmt, er will ja irgendeine Creme drauf haben. Damit es nicht mehr kratzt. Was soll das bringen? Ich weiß es nicht. Darum frage ich dich ja. Ich hoffe, ich kann das bald gebrauchen. Es wird langsam immer schwerer. Okay, ich dachte, damit können wir ihn kratzen, aber offensichtlich nicht. Können wir den Zeigestock hier irgendwas noch machen? Ich frage es nur, wie kriegen wir den Honig jetzt raus? Können wir den irgendwie hier rein? Gutes Beispiel. Bringt nichts. Nein, ich will den Moos. Ernsthaft? Ernsthaft? Jetzt gab es nichts Besonderes, oder? Nur noch den Globus. Langsam. Können wir auch nicht mitnehmen, den wollen wir auch behalten. Dann müsste ich erst über diesen schnarchenden Typen drüber steigen. Ja, natürlich. Kriegt der einen Moos auf den Kopf? Keine gute Idee. Können wir den überhaupt einklicken? Areologen. Ja, damit sind die alle hier gemeint. Keine Ahnung. Ach, ich. Jetzt verstehe ich. Das ist der Kopf von dem. Von dem Typen. Wo die. Oh Gott. Und gut, können wir den vielleicht zeigen dann? Und dann können wir vielleicht den Globus haben. Hey, ich habe gute Neuigkeiten. Ihr vermisst doch euren Kollegen. Simon, ja? Ja? Ich habe ihn gefunden. Oh. Nein. Nein. Rasende Verzweiflung. Gern geschehen. Hey, jetzt braucht ihr doch den Globus nicht mehr, oder? Ja, hier, nimm. Simon! Danke.
Ja, nimm mal den Globus mit. Was ich mit dem man soll, weiß ich genauso wenig. Allerdings sehe ich gerade auf meiner Uhr, dass ich jetzt ein Aufnahmepäuschen mache. Es ist jetzt genau 5 Uhr. Haben jetzt eine Stunde und eine Viertelstunde gespielt. Das müsste für 5 Folgen reichen, sprich für Freitag. Passt wunderbar. Dann würde ich sagen, wie gesagt, ein Aufnahmepäuschen, was wir jetzt mit diesen Dingen machen werden und dem Robert helfen werden. Das erfahren wir dann in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Tschüssi.